erhob sie ihre. Was meinst du? Ich hab dich nicht verstanden, erhob sie ihre Stimme ein wenig. Die Musik Buena Vista Social Club, dieses Jahr in den Kneipen rauf und runter gespielt, war ein wenig lauter gedreht worden. Thomas beugte sich nah an ihr Ohr, atmete erregt aus dem Kragen ihrer Bluse. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander hier. Thomas beugte sich nah an ihr Ohr, atmete erregt den aus dem Kragen ihrer Bluse aufsteigenden Duft ein und sagte langsam und genüsslich, fast zärtlich: Ich fühle mich gerade so wohl, da habe ich keine Lust, über Bodo zu sprechen. Dann zog er seinen Kopf ganz langsam wieder ein wenig von ihrem Ohr weg, ließ ihn aber in einer leichten Neigung zu ihr, sie weiter schräg von der Seite anschauend. Auch Jenny neigte sich weiter in seine Richtung, ganz unmerklich, aber so, dass sich ihre Schulter ganz sanft in seine Achselhöhle schob, während er seinen linken Arm mit dem Ellenbogen hinter dem Kopf auf der Sofarückenlehne aufgestützt hatte. Du fühlst dich wohl gerade, drehte sie auch ihr Gesicht ganz zu ihm herum und lächelte ihm in die Augen. Er roch ihr Gesicht, einen Hauch von Make-up, den parfümgeschwängerten Duft aus dem Blusenkragen. Puh, Mann, oh Mann. Das in ihm aufsteigende, wohlige Kribbeln machte ihn so duselig im Kopf, dass er kurz durchatmen musste, um antworten zu können. Ja, du auch? Er spürte, dass er dabei etwas wie ein Lächeln im Gesicht hatte. Sie nickte stumm. Okay, jetzt. Er streckte seinen Arm auf der Sofarückenlehne aus, ließ die Hand hinter ihren Rücken von der Lehne herunterhängen, neigte seinen Kopf noch weiter zu ihr, spürte ihre Schulter noch stärker in seine Achselhöhle drücken, schaute ihr Gesicht an, das nur noch ein winziges Stück von seinem entfernt war, aber nahm sie gar nicht mehr wahr, nur eine Ahnung ihrer Augen, die sie aber leicht abgesenkt hatte, wendete seinen Oberkörper ganz zu ihr herum, griff mit der hinter ihrem Rücken baumelnden Hand langsam nach oben zu ihr hin, an ihren Hinterkopf, in ihr schulterlanges Haar, worauf sie ihren Blick noch weiter absenkte, drückte dann mit der Hand in ihrem Haar ganz leicht ihren Kopf, schob ihn sanft an seinen heran, den er gleichzeitig auch noch ein wenig vorstreckte, sah ihre vollen, glänzenden Lippen direkt vor sich, ihre fast geschlossenen Augen, die Erwartung des Empfangens, die ihr Gesicht noch zarter und schöner wirken ließ als zuvor, genoss diesen Moment, den Moment davor, den Moment davor, der gleich kommen würde, schon in sich trug, den er jetzt zu Beginn in sich anschickte, spürte ihre weichen Lippen und schloss die Augen. Ja, das ist immer die Gedanken, die spiele ich ja direkt ab, so innere Monologe, und das ist halt, gehen halt nur 15 Hms, so, ja. Die Zeit verschwamm, löste sich auf und auch den Ort, an dem. Entschuldigung. Okay, ich habe es länger nicht mehr reingeguckt. Die Zeit verschwamm, löste sich auf und auch den Ort, an dem sie sich befanden, die Kneipe mit der Bedienung und den anderen Gästen lang überhaupt nicht mehr war. Bald hatten sie sich völlig umarmt und er fuhr mit seiner rechten Hand zärtlich unter der Bluse ihren Rücken hinauf, jeden Millimeter ihrer weichen Haut mit den Fingerspitzen gierig ertastend, zuerst sanft, dann fester, krallend in ihren Rücken hineingreifend, worauf sie sich erregt unter seinen Griff wand und ins Hohlkreuz bog, was wiederum seine Erregung verstärkte und ihn sie noch heftiger packen und küssen ließ. Dann zog er sie langsam auf seinen Schoß, halb rutschte sie selbst auf ihn hinauf, wo sie ihn mit ihren Oberschenkeln umschloss und begann, ihren Schritt mit rhythmischen Hüftbewegungen an seiner mittlerweile von einer heftigen Erektion angespannten Hose zu reiben. Mit ihren Händen, jetzt auch unter seinem Hemd, auch in seinen Rücken gekrallt. Sie verkrallten sich so immer mehr ineinander, wild küssend, ihre Becken in ungestümen, kopulierenden Bewegungen, bis keine Steigerung mehr möglich schien, die Wildheit ein wenig abebbte und sie ihn plötzlich von sich wegschob, seufzend: Moment, einen Augenblick. Sie atmete tief durch, rutschte von seinem Schoß zurück auf das Sofa, griff nach ihrer Zigarettenpackung und dem Feuerzeug auf dem Tisch, nahm zwei Zigaretten aus der Packung, hielt die eine Thomas hin und steckte sich die andere selber an. Ich brauche eine Pause. Thomas nahm die Zigarette und ließ sich von ihr Feuer geben und schmunzelte dann. Ganz schön heftig. Oh ja. Sie atmete noch einmal tief durch. Kann man wohl sagen. Sie zog kräftig an ihrer Zigarette und atmete noch kräftiger aus. Ich muss mal überlegen, was wir jetzt machen. Sie zog wieder an ihrer Zigarette und schaute ihn fragend an. Thomas wusste, was sie meinte. Okay, sie will also noch mehr heute Nacht. Er tat ganz ahnungslos. Ich weiß nicht. Willst du noch was trinken? Ich weiß nicht.
Er streichelte mit der rechten Hand ihren linken Oberschenkel und schaute sie mit einer hochgezogenen Braue spitzbübisch an. Dann schaute er sich um. »Obwohl, ich glaube, die wollen mal zumachen. Eine lustige Musik haben sie aber aufgelegt, oder?« In seiner Erregung hatte er gar keinen Wechsel in der Musik mitbekommen, aber eben beim Innehalten bemerkt, dass eine völlig andere lief. Ein seltsamer, polkaartiger, stampfender Groove, über dem eine unheimlich raue, total kaputte Männerstimme irgendwas in Englisch über Singapur sang. Jetzt fing das nächste Lied an, langsam und dunkel, von einem Percussion-Teppich aus glockenartigen Klängen getragen, und dieselbe raue Stimme krollte geheimnisvoll: »Sane, sane, they're all insane.« »Du meinst, das ist Rauschmeißmusik, oder was?« »Nee, so habe ich das nicht gemeint. Ich finde die verdammt cool, klasse Sänger. Weißt du, wer das ist?« Sie schüttelten nur den Kopf. Dann atmete sie noch einmal tief durch, sagte in einem aufgeräumten Tonfall: »So, jetzt rauchen wir noch in Ruhe auf und dann überlegen wir uns, was wir machen.« Er war sich ziemlich sicher, was sie machen würden, und hatte deshalb nicht das Bedürfnis, die Sache zu forcieren. Er zog genüsslich an seiner Zigarette und sagte einfach: »Okay. Ich glaube, wir zahlen jetzt, oder?« sagte sie 2 Zigarettenzüge später. Er nickte. Dann drückten sie ihre Restkippen aus, standen auf, nahmen ihre Jacken und gingen zur Theke. Nach dem Bezahlen, währenddem er sich noch bei der Bedienung nach der coolen Musik erkundigt hatte, worauf diese ihm ein CD-Cover mit dem Bild eines Mannes mit nacktem Oberkörper und geschlossenen Augen, der am Busen einer lachenden, kräftigen, mit Jacke und Rüschenbluse bekleideten Frau schmuste und dem großlettrigen Titel »Tom Waits Rain Dogs« gezeigt hatte, standen sie draußen in der kalten Herbstnacht. Er legte den Arm um ihre Schulter. Sie fragte, sich leicht verwirrt umschauend: »Und, wo geht's lang?« Er stellte sich dumm und meinte lächelnd: »Ich weiß ja nicht, wo du hin willst.« »Na, wo geht's zu dir?« »Ach so, na, dann geht's hier lang.« Das ist die Szene fertig.